Gasthof Post, Martin, hallo. Seit Samstag läutet bei Martin Rittberger in der Gasthof Post in Helmholtz das Telefon besonders oft. Aber nicht wie üblich, um Reservierungen entgegenzunehmen, sondern mittlerweile vermehrt, um diese zu streichen. Denn wer hier ein Schnitzel haben will, muss ab sofort geimpft oder genesen sein. Der erste Eindruck im Vorfeld, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, war eigentlich ein relativ entspannter, weil man dann doch bei den Kontrollen am Tisch, glaube ich, das Gefühl hat, dass wir nicht recht viel mehr wie 5, 7, 9% geschätzt jetzt an getesteten Gästen hat im Haus. Aber wie es dann tatsächlich vollzogen worden ist und bekannt gegeben worden ist, die Reaktion der Gäste, sprich dann meine zweite Reaktion, war dann schon eine sehr angespannte, weil halt dann das irgendwie schon an die Geschichte vor einem Jahr erinnert hat. Erinnerungen an den Lockdown. Problem fürs Geschäft sind nicht die einzelnen Gäste, sondern größere Veranstaltungen, Familienfeiern, Taufen oder Hochzeiten. Da stellt sich die große Frage, wird das abgesagt oder wird die Gruppe dementsprechend kleiner? Gefühlt bei Familienfeiern ist es eher so, dass man es absagt und verschiebt. Fix ist, es hat sich ausgetestet. 2G in ganz Österreich gilt überall dort, wo bisher 3G gegolten hat, außer am Arbeitsplatz. Also in Kinos, im Theater oder bei Konzerten, in Spitälern und Pflegeeinrichtungen, beim Kosmetiker, Fußpfleger oder Friseur. Jörg Kuchs betreibt in Linz einen Friseursalon und rechnet aufgrund der Verschärfung mit bis zu 40% weniger Umsatz. Für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, man sperrt jetzt die sichersten Kunden aus. Es ist von Beginn an klar, dass wir Geimpfte ebenfalls Überträger sind. Und ich als körpernaher Dienstleister habe immer ein gutes Gefühl, wenn Kunden mit einem aktuellen Testergebnis kommen. Leider muss ich sagen, sehe ich die Gefahr auch darin, dass durch die neue 2G-Regelung die Schwarzarbeit ziemlich eine Hochkonjunktur erleben wird. Auch in der Nachtgastronomie und in der gesamten Hotellerie kommt die 2G-Regel. Für die kommende Wintersaison befürchten Touristiker weniger Einnahmen. Denn nicht nur die Unterkünfte, sondern der gesamte Wintersport wird 2G-pflichtig, also auch der Seilbahnbetrieb. Ausgenommen von der neuen Regel sind etwa die Palliativmedizin oder die Geburtsbegleitung. Innenminister Karl Nehammer hat am Montag eine Aktion scharf gegen Ungeimpfte angekündigt. Die aktuelle Verordnung soll strenger kontrolliert werden. Corona-Sünder etwa im Gastrobereich müssen bei einem fehlenden 2G-Nachweis bis zu 500 Euro Strafe bezahlen, die Lokalbetreiber bis zu 3.600 Euro.